Deutschlandfunk, Sternzeit. 9. Januar. Raketenhüpfer aus der Nordsee. Läuft alles nach Plan, starten noch in diesem Frühjahr in Deutschland 4 Mini-Raketen. Allerdings erreichen sie nicht den Weltraum und der Deutsche Weltraumbahnhof wird ein Schiff in der Nordsee sein. In der GOSA, der Deutschen Allianz für einen Raketenstartplatz im Meer, sind mehrere Unternehmen vereinigt. Wichtigster Partner ist OHB aus Bremen. Die Raketen sollen von einem Spezialschiff aus abheben. Das fährt dafür bis in den äußersten Zipfel des Deutschland zustehenden Bereichs der Nordsee. Der Start vom Meer aus ist nicht optimal, aber es gibt auf dem Festland keinen Ort, der für den Abschuss von Raketen geeignet wäre. In den ersten Flugminuten dürfen Raketen kein bewohntes Gebiet überfliegen, damit im Falle eines Unglücks keine Menschen zu Schaden kommen. In Cape Canaveral, Kourou und Baikonur sind diese Bedingungen erfüllt. In Deutschland ist das nirgends der Fall. Im Frühjahr sollen in einer ersten Kampagne bis zu 4 Raketen über der Nordsee abheben. Man beschränkt sich zunächst auf Mikroraketen, die nur etwa 50 Kilometer hoch fliegen und dann zur Erde zurückstürzen. Die Fluggeräte kommen von Copenhagen Suborbitals, der niederländischen Firma Team Minus, dem Space Team Aachen und der Rocket Factory Augsburg. Während des Starts müssen Teile des Meeres für Schiffe und der Luftraum für Flugzeuge gesperrt werden. Außerdem dürfen keine Öl- und Gasplattformen in Gefahr geraten und es sind Umweltauflagen zu erfüllen. In einigen Monaten wird sich erweisen, ob die Nordsee wirklich ein praktikabler Startplatz ist.